Herzlich willkommen bei der Lichtbildmanufaktur. Mein Name ist Stefan Holtmeier und heute nehme ich euch mit auf eine kleine Wanderung um einen der schönsten Bergseen hier in Oberbayern, um den Spitzingsee. Da werden wir eine schöne Rundwanderung machen und ja, wenn wir dann noch Lust haben, ich bin nämlich heute wieder mit dem Manfred von Mo Fotografie unterwegs, dann werden wir auch noch eine schöne Hochalm mit euch besuchen und zwar die Valep. Das ist eine Anschlussrunde, die kann man sehr gut hier vom Spitzingsee aus machen. Und wenn wir Glück haben, ich hoffe, dass noch nicht alle Bergbauern ihre Viecher runter ins Tal gebracht haben, dann können wir auch noch ein bisschen Viecher fotografieren. In diesem Sinne, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Bis später. Heute bin ich schwer bewaffnet. Ich habe die Sony A6700 dabei mit dem Tamron 150 bis 500 mm. Und das Tolle ist ja bei dem Objektiv, ich habe also jetzt ein Vollformatobjektiv oder Kleinbildformatobjektiv an der APS-C-Kamera. Das heißt, ich habe in der weitesten Brennweite eben nicht jetzt 500, sondern 750 mm. Und ich hoffe, dass damit heute was geht, auch was das Thema Wasservögel angeht. Lassen wir uns mal überraschen. Den Rundweg hier um den Spitzingsee, den kann man das ganze Jahr machen. Auch im Winter, wenn Schnee liegt, ist das ein geräumter Winterwanderweg. Kann ich also wirklich nur empfehlen. Macht es mal. Ich hoffe ja auf einen goldenen Herbst. Letztes Jahr war nicht viel mit Indian Summer Fotografie, weil der Sommer relativ trocken war. Und dadurch das Laub schon, bevor es sich eigentlich komplett verfärbt hatte hier bei uns am Spitzingsee, letztendlich dann schon am Boden lag. Also wir hoffen jetzt mal, dass es dieses Jahr mal ein bisschen mehr Indian Summer gibt. Aber das werdet ihr dann hier sehen. Ja, die Viecher, die ihr jetzt da gesehen habt, die sind jetzt schon von den Hochalmen runter und machen jetzt hier am Spitzingsee nochmal Zwischenstationen, solange das Wetter noch mitspielt und noch genug zum Fressen da ist, bevor es dann runtergeht ins Tal. Seit ein paar Jahren ist es so, dass das Vieh, was hier oben auf den Hochalmen ist, fast ausschließlich nur noch Jungvieh, Mutterkühe und Fleischvieh ist, also Ochsen. Und keine Milchkühe mehr, weil kaum noch Almen existieren in Bayern, auf denen gecast wird. Also es gibt es noch, aber es werden immer weniger. Es hängt damit zusammen, dass die Auflagen der EU mittlerweile so massive Investitionen verschlingen, dass sich das einfach nicht mehr lohnt, hier oben auf den Almen Milch oder Käse zu produzieren. Wie gesagt, es gibt es noch. Viele machen noch ein bisschen was für den Eigenbedarf. Aber ansonsten ist das alles Jungvieh, Fleischvieh, Muttertiere und ja, die Milchviecher, die Milchkühe sind unten im Tal und das ganze Jahr über unten im Tal. We'll be right back.
Der Sommer ist Oma, heißt es eigentlich so um die Zeit jetzt hier Anfang September, aber der Spätsommer will heute noch mal zeigen, dass er noch nicht ganz weichen will. Und insofern ist auch auf dem Wasser hier oben am Spitzingsee heute wieder einiges los. Das habt ihr mit Sicherheit jetzt schon auf den Fotos gesehen. Oder ihr werdet es noch sehen. Ja, Spitzingsee ist eigentlich nicht nur ein Bergsee, sondern auch ein Ortsteil von Schliersee. Und insofern, wie gesagt, das ist der Luxus hier am Schliersee. Wir haben zwei Seen, den Schliersee und den Spitzingsee. Und wir machen jetzt einen Schlenker weg vom Spitzingsee in die Valep. Die Valep ist eine wunderschöne Hochalm. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Und jetzt machen wir noch die Runde durch die Valep. Und dann schauen wir mal, ob wir uns dann auf der Albert-Link-Hütte gleich nicht ein Radlermaß verdient haben. Ja, und schon sind wir in der Valep, auf der Valep. Ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt. Ich weiß nicht, ob ihr die Kuhglocken im Hintergrund hören könnt. Da gehen wir gleich auch noch nah dran vorbei an den Viechern und dann schauen wir mal, vielleicht können wir noch ein paar schöne Aufnahmen von den Viechern machen. Ja, und das ist jetzt hier die Valep, eine wunderschöne Hochalm. Und ich nehme euch jetzt noch mal ein Stück mit hier rüber, während der Manfred schon fotografiert. Weil, wenn ihr jetzt mal schaut, vom linken Bildrand her, seht ihr jetzt da oben einen Gebirgszug. Jetzt kommt er langsam ins Bild. Das ist das hintere Sonnenwendjoch. Und da ist schon Österreich. Also wirklich ein Katzensprung entfernt. Und schon seid ihr hier oben vom Spitzingsee bei unseren Freunden im schönen Bundesland Tirol. An der Stelle nochmal Hinweis von mir, wenn ihr auf Almen unterwegs seid und die Viecher noch oben sind. Also das sind keine Kuscheltiere, keine Schmusetiere. Das ist auch nicht die lila Milka-Kuh. Da setzt man sich nicht drauf, um ein Selfie zu machen. Die streichelt man nicht, sondern man hält gebührenden Abstand. Und das kann ich nur wärmstens empfehlen. Denn wer einmal von einer Kuh attackiert worden ist, der kann von Glück sagen, wenn er nicht verletzt oder schwer verletzt worden ist. Also wirklich mein ernst gemeinter Ratschlag. Das ist kein Streichelzoo auf so einer Alm hier oben. Es passiert genug und es passiert immer mehr. Hunde gehören sowieso an die Leine. Denn eins kann ich euch sagen, ich habe selbst schon gesehen, was mit so einem Hund, der nicht an der Leine ist, passiert. Also da bleibt nicht viel von übrig, wenn die Kühe auf ihm rumtrampeln. Und das tun sie gerade, wenn Jungvieh dabei ist. Also gerade Mutterkühe mit Jungvieh, doppelte Vorsicht kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Das kann böse ins Auge gehen. Und ich glaube, wer schon mal einen Ochsenrennen gesehen hat, der weiß, wie schnell Kühe rennen können. Also bitte Abstand halten, Vorsicht, nicht streicheln. Ja, sonst kann es wirklich böse enden. Das Spitzingseegebiet hier oben ist natürlich nicht nur eine traumhafte Wanderlandschaft oder Landschaft zum Wandern, sondern hier ist im Winter auch Skibetrieb.
Alpinski und Langlauf. Und ich mache mal einen Schwenk. Wir laufen also quasi, von da oben kommt zum Beispiel eine Piste runter. Wir laufen also quasi jetzt hier mitten durchs Skigebiet. Und da unten, wo die Hütten stehen in der Valep, da ist im Winter Langlauf. Und es hält sich ja immer hartnäckig das Vorurteil, dass der alpine Skisport die Natur kaputt macht, die Grasnarbe beschädigt, für Erosion sorgt, etc. Das war früher tatsächlich ein größeres Problem, als es das heute ist, seit es nämlich die maschinelle Beschneiung gibt. Denn durch die maschinelle Beschneiung und die Komprimierung des Schnees ist der Untergrund und die Grasnarbe viel besser geschützt vor den scharfen Kanten der Ski. Und seitdem hat man also kaum noch Erosion. Und auch der Begriff Maschinenschnee ist treffender als Kunstschnee, weil es ist definitiv kein Kunstschnee. Zumindest in Deutschland darf nur Wasser benutzt werden, keine Zusätze. Die Zeiten sind klar geregelt, wann beschneit werden darf und wann nicht. Und hinzu kommt, dass nur gesammeltes Oberflächenwasser in Deutschland benutzt werden darf. Also nicht wie in anderen Alpenländern auch Grundwasser oder sogar Trinkwasser. Das ist in Deutschland Gott sei Dank anders geregelt. Und ich schwenke jetzt noch mal rüber. Da könnt ihr sehen, so sieht ein Skihang im Sommer aus. Der Wanderweg, den ihr hier seht, das war mal eine Bahnlinie. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Hier fuhr tatsächlich mal eine Bahn. Und warum die hier fuhr? Das ist eine relativ, sage ich mal, dramatische Geschichte. Das war kurz nach dem Ersten Weltkrieg. In den 1920er Jahren waren hier oben mehrere schwere Föhnstürme. Und da hat es hier oben Hunderttausende von Festmetern Holz umgelegt. Und das Holz musste möglichst schnell runter hier oben vom Spitzing, weil sonst der Borkenkäfer natürlich gefundenes Fressen gehabt hätte. Und da hat man dann extra, um das ganze Holz hier oben abzutransportieren, und ich glaube, man hat 4 oder 5 Jahre dafür gebraucht, von Fischhausen unten am Schliersee tatsächlich eine Bahnlinie hier hochgebaut, die sogenannte Bockalbahn, und mit der hat man dann das ganze Holz hier oben, das Sturmbruchholz, abtransportiert. Und wenn man diesen Weg mal geht, den Bockalbahnweg, den kann man auch gehen, ist ein schöner Wanderweg unten von Fischhausen aus. Wenn man den geht, dann sieht man, was teilweise hier für Steigungen überwunden werden mussten. Und weil die Lokomotiven das alleine nicht geschafft haben, hat man tatsächlich dann hier oben eine Lokomotive fest installiert, die dann gleichzeitig mit einem dicken Stahlseil die Lok, die bergauf fuhr, hochgezogen hat, um die zu unterstützen. Und bergab das gleiche Spiel, weil das Gefälle so groß war teilweise, dass man dann mit der Lok hier oben die Lok, die den Zug runtergebracht hat, dann bremsen musste. Und ja, wie gesagt, ich glaube, es waren 4 oder 5 Jahre, die man gebraucht hat, um das ganze Holz hier runterzubringen. Und hier könnt ihr sehen, da geht der Bockalbahnweg weiter. Und ja, das ganze Holz ist dann als Reparationszahlung an Frankreich gegangen.
Ja, Freunde, ich werde jetzt schon ganz narrisch hier. Bei mir dreht sich alles. Es ist die Hölle los hier oben. Seht ihr das? Unfassbar. Sommerfrische, sage ich da nur. Und es war wirklich nur ein Radlermaß, ich gebe es zu. Aber irgendwie dreht sich bei mir gerade alles. Liebe Fotofreunde, das war er jetzt. Unser Fotopark um den Spitzingsee und durch die Valep. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, geht raus, macht Fotos. Euer Stefan Holtmeier von der Lichtbildmanufaktur.